Hallo. Herzlich willkommen auf der IFA, meine Damen und Herren. DrehQ im Hintergrund baut auf. Hallo. Bin beschäftigt. Wieder natürlich völlig übertrieben, ne? Für alle, die sich denken, was zur Hölle. Das hier ist Rick. Das ist Lex, der macht demnächst Videos bei uns. Das ist Lukas, der schneidet die Videos bei uns dann. Zwei Kanal. Das ist ein hässlicher. Das ist Max. Max hilft Dennis und Dennis kennt ihr schon. Sassi ist auf der Arbeit, die wird irgendwann nachkommen in den nächsten Tagen. Und wir schauen jetzt am Aufbautag uns erstmal an, wie sieht es hier überhaupt aus? Was wird gemacht? Vielleicht können wir uns wieder irgendwo einschmuggeln wie letztes Jahr. Übrigens Asus. Ihr habt uns nicht eingeladen. Nicht eingeladen. Man fühlt sich, als wäre man gigantisch, als wäre man die Mega-YouTuber. Als wäre man wichtig. Kuscheln wir wieder? Schon abgestaubt, der Cola. Ich glaube, die anderen haben auch Durst, aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ah, da drüben. Carsten in freier Wildbahn. Wisst ihr, unsere IFA-Akkreditierung für ein Team zu bekommen, das diese Größe hat, ist gar nicht so leicht. Vor allem, wenn die Leute nach und nach alle erst eintrudeln. Und deswegen haben wir eine schöne Ansprechperson gehabt bei IFA für den Pressekit, die Frau Bankel. Und bei der wollten wir uns jetzt nochmal persönlich bedanken, dass er das überhaupt möglich gemacht hat. Vor allem so kurzfristig auch noch ein neues Member, das wir noch nicht kennen, das wir kennenlernen sollten, was ein potenzielles Member sein könnte. Und deswegen gehe ich da jetzt einfach mal rüber. Der Carsten hat klar gemacht, dass wir ein paar Minuten ihrer Zeit bekommen. Und hallo Frau Bankel. Hallo. Herzlichen Dank, dass Sie das so kurzfristig möglich gemacht haben. Ja. Wir wollten uns einfach persönlich bei Ihnen bedanken. Freut mich sehr, selbstverständlich. Dass Sie da seid. Ja. Ja, natürlich. Ja, ich musste ja natürlich schauen, dass wir alle unsere Akkreditierung bekommen. Und du hast mal gesagt, die Kamera krumm halten ist nicht. Haben wir sie zufällig getroffen und haben einfach gedacht, komm, wir gehen mal hin und sagen ihr einfach nochmal Danke. Und danke Ihnen. Machen Sie Ihnen schon weiter so. Super. Ich bin begeistert von Ihnen. Und vielleicht freuen wir uns ja nächstes Jahr wieder. Vielleicht, ja. Von mir nochmal ein großes Lob an Ihre Kompetenz. Nein, weil eigentlich letztes Jahr hat uns die Firma Scale Lab akkreditiert. Und die haben uns heute geschickt, wir sollten Ihnen doch bitte die Kontaktdaten geben, wo ja eigentlich die Pressetage schon offen sind. Die sind mega schnell. Also nochmal Scale Lab, ihr seid echte Versager. Oh, das hatten wir letztes Jahr nicht. AMD hat abgegradet. Brotzeit. Ich hab Hunger. It's with flat and also without one. Okay. It will be available to up to 4000 MHz here. Up to 4,000, nice. We already got your 3,000er. We reached 3,800 with it. Yeah, it's really nice to overclock. Yeah. So. Focus. Ich hasse den Autofokus. Thank you. Caterix hat neue Gaming-Rucksäcke. Und die machen extra für uns auf. Caturix. Echt? Ja, den gab's wirklich. Ja, ein Schwert? Ja, sehr schön. Wir dürfen sie uns erst angucken. Nicht filmen, aber angucken. Und das werde ich natürlich mir jetzt gleich machen. Natürlich. Das war jetzt echt schön, ne? Wir haben Visitenkarten ausgetauscht, schauen uns die Gaming-Rucksäcke mal an. Also heute ist ja eigentlich morgen, also ihr werdet jetzt das sehen, was wir uns heute anschauen, weil das ja von gestern ist. Ich muss das ja noch irgendwie heute Abend schneiden. Und alle sind so laufen. Ups! Notepad++. Mein i3, Rick. Wir sind jetzt bei Acer mal wieder. Acer ist dieses Jahr etwas größer als letztes Jahr, hätte ich nicht erwartet. Die Gaming-Sparte haben sie ein bisschen umgebaut. Da drüben ist dieses Jahr der Meeting-Raum. Okay. Kennen wir irgendwo her? Das Helios 300er? Na. Wir suchen die guten. Da ist nichts. Ja. Ganz bestimmt Cherry-Switches. Das gefällt mir. Viel zu gut einfach. Carsten, kennst du den irgendwo her? Ja. Vom letzten Jahr. Hat sich irgendwie nicht viel verändert, ne? Nee.
Also gerade ist ja noch Aufbau bei Acer. Bis Freitag gebe ich Ihnen auf jeden Fall noch Zeit. Da haben Sie noch Zeit, Ihr den Stuff in Ordnung zu kriegen. Wie Overclocking des Displays und so weiter. Und gucken wir mal, was dann passieren wird. Das Feedback ist echt schön, das haptische. Das macht irgendwas von selbst. Merkt man, dass ich überhaupt noch nie da so ein Ding saß? Das fühlt sich nicht an wie das echte Auto. So, Alex, ich find's immer ganz witzig, wenn man auf seinen Aufnahmen Aufnahmen von jemand anders findet, wo man keine Ahnung von hat. Und ich weiß ganz genau, du hast bestimmt gleich die Chance, das reinzuschneiden. Viel Spaß mit neuen Aufnahmen, wo du dir dachtest, wo kommt die gerade her? Er hat ja wirklich gar keine Ahnung davon, was wir hier gerade treiben. Er läuft ja auch einfach vor, weil sie schwingen wir rüber. Ich ja jetzt, dass ich penetrant der Picker heute so. Oh, geil. So, Zeit einmal für Arschaufnahmen. Oh, hier, heißt es, hat meine Lieferung. Eigentlich geht es hinten auf die Ladefläche von Carstens Auto, ne? Ba, ba, ba. Noch mehr auf? Jo. Oh, nö. Sag mal, Egger, du das Note. Hört auf, euch gegenseitig zu filmen, das ist so. So, wir sind wieder bei Presse. Nicht spannend. Teilweise erfolgreicher Tag. Teilweise erfolgreicher Tag, teilweise schlauchender Tag. Ist ja klar. Wir sind schon wieder voll platt und es ist erst der erste Tag. Komm, oh, völlig aktiv. Super, ne? Thumbnail, hä? Thumbnail. War ein langer Tag. Schade, dass wir drin nicht fahren dürfen, aber wir dürfen ja rausfahren. Und deswegen fahre ich damit jetzt nach Hause, ins Hotel. Carsten kann ja ruhig Auto fahren, ich bin bestimmt schneller. Auf Wiedersehen, Eva, für heute.